Frauen haben es nicht nötig zu heiraten, weil sie können sich selber ernähren, sie können sich selber über Wasser halten, sie gestalten ihr Leben selber. Das ist in der BRD der 50er und 60er noch Zukunftsmusik. Dass Frauen eigene Vorstellungen haben, wen sie daten und wie sie ihr Leben gestalten, dafür ist Mann noch nicht bereit. Ich finde, dass Frauen hinter der Küche und im Haushalt hingehören. In der DDR steht die Gleichstellung der Frauen der Verfassung. Frauen können freier entscheiden, wen sie daten, denn sie sind wirtschaftlich unabhängiger. Nach der Hochzeit sind die Rollenbilder daheim jedoch klassisch. Doch warum den Mann bedienen, wenn sie nicht auf ihn angewiesen sind? Scheinbar veraltete Muster, die aber bis heute nachwirken. Genau dann, wenn es darum geht, jemanden kennenzulernen, dann fallen wir, glaube ich, relativ schnell wieder in so Stereotype. Wie sich die Geschlechter beim Kennenlernen verhalten sollen, das wird im 19. Jahrhundert in sogenannten Benimmbüchern niedergeschrieben.